Was geht, Leute? Willkommen zu einer Wohnungstour. Hui! Viele Leute wollten ja sehen, was für, wo ich eingezogen bin und so weiter und so fort. Um euch das mal hier kurz zu zeigen, hier ist übrigens ein Spiegel, den habe ich hier dran gehängt. Und das Ganze fängt hier bei dieser Tür an. Ich weiß nicht genau, wie ich euch die beste Übersicht geben kann. Aber vielleicht seht ihr, das ist die Tür. Und hier komme ich dann halt, ne? Hier komme ich dann rein. Wenn man dann nach links geht, ich gehe mal rückwärts rein, damit ihr das vielleicht ein bisschen mehr sehen könnt. Hier habe ich dann noch so ein kleines, genau, so ein kleines Stuhl, so ein kleines Sessel. Da kommt allerdings, wie ihr sehen könnt, hier in der Ecke kommt ein großes Sofa hin, damit man dann hier ferngucken kann. So, ich muss mal kurz den Monitor sehen, damit ich auch was sehen kann. Sondern man hier dann Fernsehen gucken kann. Das wird natürlich alles noch besser aussehen, weil wie gesagt, hier fehlt noch, also hier fehlt noch sehr, sehr vieles. Ein großes Sofa und so weiter und so fort. Gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter in die Küche. Das ist die Küche, sie ist mittelgroß. Und ja, ist ziemlich cool. Also hier haben wir einen Tisch, der wird noch ersetzt. Also der gefällt mir persönlich nicht ganz so, aber das war jetzt das, was ich da hatte. Da wird noch was anderes hinkommen. Ja, hier habe ich ein Nintendo DS Aufnahmegerät, bla 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 bla. Nicht so wichtig, hier haben wir einen Mülleimer. Endlich einen vernünftigen Kühlschrank. Den hatte damals immer eine sehr, sehr kleine. Ich mache den jetzt mal nicht auf. Hier mein Mittagessen habe ich schon gegessen. Also ich habe heute Ei gegessen mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, Brot, Cornflakes. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber ich persönlich esse. Am liebsten esse ich, ich mag Zinni-Minis und da gibt es noch, ich habe vergessen, wie das heißt jetzt. Aber im Moment esse ich Vitalis, weil ich mehr so auf meine Figur achte. Ein paar Tomaten und ein kleiner, genau, drogenabhängiger irgendwas. Und wieso dieser Waschbecken hier so klein ist, kann ich euch ganz einfach erklären. Er ist wirklich klein, also wie ihr sehen könnt. Ein ganzer Teller passt nicht mal rein, weil ich jetzt eine Waschmaschine habe. So sieht sie aus. Zu dieser Waschmaschine kommt noch eine Tür hin, also genauso wie hier. Also wird man nicht sehen, dass dort eine Waschmaschine ist. Das wird man nicht sehen. Und dann habe ich noch oben... ja, genau, sowas halt, ne? ich denke, das ist selbsterklärlich, halt das, was so Küchen an sich haben, keine Ahnung, Teller, Geschirr. Geschirr ist übrigens hier unten. Hier muss ich mir neue Gabeln holen. Habe ich mir heute neu gekauft, diese ganzen Sachen, weil ich hatte nur eine Gabel, war natürlich extrem drogenabhängig, könnt ihr euch ja vorstellen. Genau, ein Kühlfach, da lage ich mein Snickers-Eis, mache ich nicht auf, sonst fällt dann das ganze Snickers-Eis raus, da ist so viel Sinn, ne? Und dann, ihr seht, es, ja, hier ist noch, es ist ein bisschen zu lang, dieses Ding hier, was auch immer das sein soll, wird auch abgeschnitten, gut. Nachdem ich euch die Küche gezeigt habe, ich sehe mich jetzt selber nicht so wirklich, zeige ich euch das Schlafzimmer, und zwar, ja, also ihr habt gesehen, da ist die Küche zur Übersicht, nur mal kurz, gehen wir weiter, 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 übrigens, da ist ein Bild und eine Lampe, die kann ich auch gerne mal anmachen. Ja, die ist ganz glücklich, dass sie hier wohnt jetzt. Und wie gesagt, es ist noch nicht alles fertig. Ihr seht hier noch so einen Koffer oder ihr seht hier zum Beispiel noch so eine, Leiter, genau. Und dann gehen wir weiter in das Schlafzimmer, was auch noch nicht fertig ist. Übrigens, da liegt eine Hose. Und hier sind auch ein paar Kondome, die liegen manchmal hier rum, einfach so, weil ich natürlich, mein Hobby ist natürlich neben YouTube Kondome aufziehen und wieder abziehen. Ja, genau. Das ist mein Bett, da schlafe ich drauf und habe andere Sachen drauf, wie zum Beispiel, ja, genau. Und da ist ein kleines Bildchen, einfach nur so zum Design, keine Ahnung, was auch immer. Einfach nur so aus Spaß. Hier noch eine kleine Pflanze. Sie nennt sich Richie. Sagt gerade Hallo zu ihr. Hallo, ich liebe eure Muskeln. Okay, ihr habt's gehört. Hier ist mein iPad, mit dem gucke ich genau. Alles wird gut, er geht immer alleine automatisch an. Voll cool eigentlich. Diese Hülle habe ich mir selber gekauft. Aber immer, wenn ich sie aufmache, dann... Geht das auch an, also der iPad, keine Ahnung wieso, wahrscheinlich irgend so eine Funktion im iPad, total stylisch. Ja, hier ist mein Garten, will ich jetzt nicht unbedingt ganz so zeigen, weil ich bin nie draußen, ich bin immer zu Hause. War natürlich ein super geiler Ort, wo ich jetzt meine Hose hingetan habe, also Props dafür. Mein kleiner Fernseher, den habe ich erstmal, er dient erstmal zum Ersatz. Da kommt noch wahrscheinlich ein größerer hin, weil es ist halt immer besser auf einem größeren zu gucken, wenn man ferngucken will. Das ist eigentlich der, den ich benutzt habe, um zu spielen. Und das ist dann mein
Schrank, der ist schon ein bisschen älter. Er hat diesen Umzug noch überstanden, deswegen habe ich mich entschieden, den erstmal noch hier zu behalten. Also wie ihr sehen könnt, er ist relativ groß und naja, es ist nicht der Beste, ne? Es ist wirklich nicht der Beste. Übrigens, was ich nicht so toll finde, sind diese Lampen hier. Die sind fast überall gleich. Ich finde die extrem komisch, aber was ich cool finde, wenn man die einschaltet, die ist gar nicht so hell. Ich finde, wenn es zu hell ist, dann ruiniert es so ein bisschen die Atmosphäre. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es ein bisschen heller ist. Gut, gehen wir weiter ins Badezimmer. Der Ort, an dem ich mich vielleicht einmal im Jahr dusche oder sowas. Keine Ahnung, da bin ich eigentlich selten. Seht ihr, hier ist die Toilette. Keine Ahnung, was man drauf macht. Ja, die ganzen Sachen und so weiter. Tücher natürlich. Nein, benutze ich nicht zum Klopapier. Klopapier habe ich schon hier, also, ne. Und ich muss mal kurz umdrehen, einen Moment. So. Ja, jetzt sind wir hier im Badezimmer. Das ist mein Waschbecken. Da putze ich vielleicht einmal oder zweimal im Jahr, wenn ich mal Zeit finde, meine Zähne. Mein Gel und so weiter und so fort. Mein Föhn, meine Waage. Können wir uns mal auch gleich messen. Ich habe übrigens Klamotten an. Wie viel schwerer ich bin mit Klamotten, ne? Ist ja unglaublich. 70. Okay, ich habe auch Stiefel an. 70 Kilo mit Klamotten. Ich bin nicht mal so groß, also normalerweise ist das schon wirklich viel. Auf 1,74,70 zu wiegen, ich wiege wie mein Kumpel, der ist 1,95 und der wiegt auch 70, also ihr seht schon, ich bin ziemlich maskuler und so. Jetzt kommen wir zum unordentlichsten Zimmer, aber das ist wirklich schwer, das alles hier erstmal hinzubekommen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, meine Monitore, und so weiter und so fort, ne, ihr wisst Bescheid. Der ist ein bisschen kaputt, wollte ich eigentlich wegschmeißen und benutze ich jetzt trotzdem zum Ersatz. Dann seht ihr hier, ich mache mal kurz Licht an, einen Moment mal bitte. Meine Konsolen, ja, da habt ihr die, ach man, diese ganzen Kabel, oh Gott, wie ich das hasse, man. Aber keine Sorge, Leute, dagegen wird was getan, ich zeige euch da auch gleich was. Haben wir die Xbox 360, die Wii U, auf der ich auch sehr oft spiele. So privat ist es eigentlich die Konsole, die mir am meisten Spaß macht, würde ich sagen, sogar die Wii U. Die PlayStation 4, mit der PlayStation 4 natürlich, ne, logisch, die PlayStation 4 ist unersetzbar. Die Xbox One und die PlayStation 3, wovon ich übrigens zwei habe, nur die eine ist irgendwie kaputt und kann kein Blu-ray mehr lesen, was ziemlich schade ist. Das ist mein PC. Er ist schon ein bisschen älter, kann man ja nicht anders sagen, aber er ist wirklich, wirklich gut. Also er ist wirklich noch sehr, sehr gut. Aber ich merke, in einem Jahr oder auch schon spätestens am Anfang des nächsten Jahres werde ich ihn auf jeden Fall wieder aufpushen müssen. Da haben wir meinen Drucker, der übrigens keine richtigen Patronen mehr hat, leider. Und ja, diese Jalousien, ich kann das nicht aussprechen, die habe ich auch gekauft heute, weil ich das Gefühl hatte, immer Leute schauen immer rein. Vor allem, wenn ich böse Spielchen zu Hause mache, dann geht das nicht. Hier meine zwei Schränke, die kommen immer mit, solltet ihr eigentlich kennen, sind von Ikea. Hat irgendwie jeder zweite, keine Ahnung. Und da sind die ganzen Kabel, meine Klamotten oder Unterwäsche, die ich übrigens nicht wasche, sondern immer umdrehe. Und dann kann ich sie wieder tragen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Kann ich euch nur empfehlen. Kann man ein bisschen Wasser sparen. Und ja, das war's. Mehr kann ich euch eigentlich nicht zeigen, weil noch ist nicht so viel fertig. Wir können ja mal gerne gucken, was sich hier befindet im Kühlschrank. Übrigens, diese Dinger sind extrem cool. Da kann man nicht sehen. Von außen kann man noch weniger sehen. Ich muss mal gucken. Einen Moment, schaut euch so lange meinen Flur an. Ja, gut. Also ich kann euch jetzt mal zeigen, was ich hier habe. Ja, Activia, Philadelphia. Ja, dafür bekomme ich natürlich eine Million. Ich esse sehr, sehr viel Eier. Und sehr, also was heißt, zwei Joghurts am Tag. Sehr viel Fleisch esse ich. Ihr seht, ich habe nichts Süßes. Ich esse sehr wenig Süßes oder gar nicht so wirklich. Und Magerquark, weil ich es mager mag. Und natürlich Milch. Und hohes C, was ich nicht so oft trinke, ab und zu mal. Meistens, wenn mein Bruder oder sowas zu Besuch ist. Und ja, ich lege kurz mal meine... So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank, ich gehe jetzt mal ins Badezimmer mit euch. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wollt ihr, dass ich euch geupdatet halte, klickt den Daumen nach oben Button. Mein Internet kommt am Samstag an.
ich weiß nicht das genaue Datum, aber am Samstag, den nächsten Samstag halt. Es dauert also noch 4 Tage ungefähr, dann kriege ich VDSL und kann mehr Videos hochladen. Dann mache ich vielleicht so eine Woche, wo ich irgendwie 3 Videos hochlade auf meinem Hauptkanal. So eine richtig extreme Woche, wo ich einfach so richtig viel hochlade, aus Spaß. So richtige Drecksvideos, nicht Spaß. Nein, also dann ne, normale Videos halt, nur halt mehr davon. Einfach so aus Spaß, weil als kleine Feier dafür, dass ich gutes Internet habe, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr dazu sagt und was ihr zu meiner Wohnung sagt, die noch nicht fertig ist. Die ist, um ehrlich zu sein, noch gar nicht fertig, also da kommt noch so viel hin. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich muss ein gutes Ende finden.